Hallo, hier sind wieder Claudi und Timmy. Ich habe heute ein Buch dabei, da sind verschiedene Geschichten drin, ein Büchlein. Ich schenke dir eine Geschichte und da lese ich jetzt meine Geschichte daraus vor. Und zwar ist die Geschichte Schnüpperle beim Zahnarzt oder Indianerhäuptling Adlerauge. Mama, ich habe ein kleines Loch im Zahn. Anne Rose wirft ihre Schultasche auf den Stuhl und zieht mit dem Zeigefinger ihren Mund auseinander. Hier hinten, irgendwo. Und wenn ich gleich hingehe, tut's bestimmt nicht weh. Der Schulzahnarzt war heute da, der hat's gesagt. Der Schulzahnarzt, fragt Schnüpperle. Wie sieht der denn aus? Genau wie die anderen, sagt Anne Rose. Wieso, hat der auch so eine Schultasche? Anne Rose fängt an zu lachen. Das ist doch kein Junge mehr, das ist doch ein Mann. Der kommt bloß in die Schule, weil er uns die Zähne nachsehen muss. Und wer ein Loch im Zahn hat, sagte Mutter, der muss auf dem schnellsten Weg zum Zahnarzt gehen. Ich werde gleich mal anrufen, ob wir heute noch kommen können. Vielleicht klappt's. Schnüpperle nehmen wir mit zum Nachsehen. Ich will aber nicht. Doch, bei dir muss das auch mal sein. Besser, es tut jetzt ein bisschen weh als später sehr. Und außerdem, bei dir kann doch noch alles in Ordnung sein. Bevor sie losgehen, macht Anne Rose noch Schularbeiten. Heute ist's leichter, Mama. Wir müssen zusammengesetzte Hauptwörter bilden. Mindestens 20. Wer mehr weiß, kann auch mehr aufschreiben. Was ist das? Zusammenbildende Hauptwörter, fragt Schnüpperle. Das ist so. Tisch, Decke, Fenster, Rahmen, Winter, Mandel. Schnüpperle denkt nach. Oh, ich weiß auch sowas. Badehose. Nein, das geht nicht. Man muss sagen können, der Tisch, die Decke, das Fenster, der Rahmen und so weiter. Die Hose kann man doch aber auch sagen. Ja, aber nicht die Bade. Nach einer Weile sagt Schnüpperle, ich weiß was anderes. Fahrrad. Geht doch auch nicht. Man kann doch nicht mehr das Fahr sagen. Aber Radfahrer geht, sagte Mama. Siehste, sagt Schnüpperle, ein bisschen wird's bei mir schon. Anne Rose schreibt Radfahrer auf, dann Kopfkissen und dann Taschentuch. Ich weiß schon wieder was Feines, sagt Schnüpperle. Er fängt an zu kichern und flüstert es Anne Rose ins Ohr. Gell, Demi? Das schreibe ich aber nicht, sagt Anne Rose. Warum nicht? Ist doch richtig. Die Nase? Der Popel. Ich schreibe es aber trotzdem nicht. So ein Schweinekram. Aufhören, ruft Mutter. Zähne putzen und anziehen. Wir müssen los. Beim Zahnarzt setzen sie sich ins Wartezimmer. Anne Rose kommt zuerst dran. Nicht, Mama? Ich weiß ein neues Wort, sagt Anne Rose. Angst, Hase. Nun lass mal, sagte Mama. Du hast das erste Mal auch Herzklopfen gehabt. Siehste, da geht die Tür auf und eine Frau in weißem Kittel kommt herein. Na, Anne Rose, willst du den Anfang machen? Fragt sie. Anne Rose geht mit ihr ins Sprechzimmer. Wir müssen ganz ruhig sein, sagt Schnüpperle. Sonst hören wir nicht, ob's Anne Rose wehtut. Wie sollen wir sie denn hören? Na, dann, wenn sie schreit. Dann rennst du gleich rein und schnauzt rum, nicht? Wir gehen lieber gleich zusammen rein, ja, Mama? Ich hab's dir doch versprochen, Schnüpperle. Und dann sagt Schnüpperle kein Wort mehr, weil er horchen muss. Einmal hört er Anne Rose sprechen und zweimal lacht sie sogar. Jetzt hat Schnüpperle gar keine Angst mehr. Da geht die Tür schon wieder auf und Anne Rose kommt heraus. Schnüpperle ist dran. Mutter geht mit ihm hinein. Guten Tag, Schnüpperle, sagt der Zahnarzt. Das ist aber schön, dass du auch mal zu mir kommst. Tja, sagt Schnüpperle, woher weißt du denn, wie ich heiße? Ach, sagte der Zahnarzt, ich habe mich so rumgehorcht. Ich horche auch immer rum, sagt Schnüpperle, aber ich weiß nicht, wie du heißt. Ich kann es dir sagen, ich heiße Adlerauge. Adlerauge, sagt Schnüpperle, dann bist du wohl ein Indianer. Ein richtiger nicht, sagt der Zahnarzt, aber ich bin früher mal bei den Indianern gewesen. Du kannst ruhig Adlerauge zu mir sagen. Gut, sagt Schnüpperle und macht den Mund ganz weit auf.
kannst du mal vormachen, Timmy. Gut, sagt Schnipperle. Du hast es wohl richtig eilig, fragt der Zahnarzt. Aber besser ist es, du setzt dich jetzt hier auf den Stuhl. Die Frau im weißen Kittel rückt die Kopfstütze zurecht und bindet Schnipperle eine Serviette um. Krieg ich jetzt etwas zu essen? Fragt er. Erst nachher, wenn ich deine Zähne nachgesehen habe, sagt sie und stellt ein Glas Wasser an das Spülbecken. Musst Himbeersaft reingießen, Wasser allein trinke ich nämlich nicht gerne. Du sollst dir doch damit nur den Mund ausspülen. Schade, sagt Schnipperle, ich habe nämlich ganz großen Durst. Schnipperle bekommt ein Glas Orangensaft. So, sagt der Zahnarzt, jetzt nehme ich mir mein Adlerauge und sehe mir deine Zähne an. Er setzte sich den Stirnspiegel auf den Kopf und Schnipperle starrt ihn an. Hast du das von den Indianern mitgebracht? Der Zahnarzt nickt. Geschenkt bekommen, große Auszeichnung, so ein Adlerauge hat nicht jeder. Schnipperle reißt den Mund wieder auf. Sehr schön, sagt der Zahnarzt, immer gut geputzt, merkt man sofort. Und was haben wir hier für einen Burschen? Schnipperle, jetzt muss ich bohren. Und wenn's weh tut, hebst du sofort den Daumen hoch, ja? Dann höre ich auf. Mama, komm her und pass mit auf. Der Zahnarzt fängt an zu bohren und eine Weile geht es gut. Plötzlich schreit Schnipperle. Ah, oh, schon erledigt, sagt der Zahnarzt. Du kannst dir jetzt den Mund ausspülen. Schnipperle nickt. Hat nicht doll weh getan, sagt er. Aber du musst mit deinem Adlerauge besser aufpassen, wenn ich den Daumen hochhebe. Du hast ja gar nicht hingeguckt. Großes Indianer-Ehrenwort, sagt der Zahnarzt und nimmt den Stirnspiegel vom Kopf. Du, fragt Schnipperle, kann ich mir dein Adlerauge auch mal aufsetzen? Bitte, sagt der Zahnarzt und drückt es ihm auf den Kopf. Sehe ich jetzt wie ein Indianer aus? Fragt Schnipperle. Wie ein echter Indianer-Häuptling, sagt der Zahnarzt. Gut, und was kriege ich jetzt noch zu essen? Der Zahnarzt schenkt Schnipperle einen großen Apfel. Oh, sagt Schnipperle, noch ganz grün, ein richtiger Indianerapfel. Im Wartezimmer rennt er gleich auf Anne Rose zu. Du, ruft er, ich weiß neue Wörter für deine Schularbeit. Indianer, Auge und Adler, Apfel. Nein, andersrum. Indianer, Apfel und Adlerauge. So, das war ein lustiger Zahnarztbesuch und wir verabschieden uns wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!